Wir starten unsere Tour am Kuber Stausee an der Nordostecke eines kleinen Parkplatzes, hinter dem die Versorgungsstraße zur Staumauer beginnt. Ob man links oder rechts am Stausee entlang wandert, ist zeitlich egal, denn die Entfernungen sind ungefähr identisch. Der blaugrüne Stausee ist ein Natura 2000 Schutzgebiet und Baden ist nicht erlaubt. Zudem dient der See auch der Trinkwasserversorgung der Inselhauptstadt Palma. Am Ende des Stausees angelangt, folgt man weiter dem Weitwanderweg GR221 taleinwärts. Wir entdecken einen Distelfink, der überall dort anzutreffen ist, wo die Tiere ihre Leibspeise, also Distelsamen, finden. Flach geht es bis zur Finca Binimorat, einem kleinen bäuerlichen Anwesen links des Weges. Wir verlassen den breiten Fahrweg nach rechts und steigen nun einen schmalen Wanderweg, der von Diesgras und Wacholder gesäumt ist, durch den duftenden Kiefernwald aufwärts. Wenig später erreichen wir einen breiten Sattel, den Col de Offre, wo uns ein Eisenkreuz und die ersten schönen Aussichten begrüßen. Hier lassen wir die Abzweigung des GR221 rechts liegen und folgen einem breiten Fahrweg. Danach passieren wir einen zweiten Pass, wo ein Fernrohr zum Rundumblick einladet. Hinter einer Trockenmauer wandern wir dann auf einem schmalen Waldpfad in Richtung des pyramidenförmigen Gipfels. Knapp 200 schweißtreibende Höhenmeter sind es von hier noch aufwärts. Der Steig führt steil über Felsstufen, durch Buschwerk und hohe Gräser, in Serpentinen nach oben. Dabei gilt es genau zu schauen, wo der richtige Weg entlang führt. Steinmanderl helfen uns bei der Orientierung. Die letzten Meter hinauf zum Loffre müssen wir ein klein wenig klettern und es macht uns Freude, auch einmal die Hände einzusetzen.
Belohnt werden wir dafür mit einer großartigen Panoramaaussicht und neugierig wird das schmale Gipfelplateau erkundet. Der Blick reicht vom Port des Oyers im Westen und im Norden erhebt sich der Putsch Major über den Coubert Stausee. Nach einer kleinen Rast steigen wir wieder auf demselben Weg in Richtung Stausee bergab. Am Anfang haben uns die felsigen Nachbargipfel etwas mehr als der bewaldete Kegel des Putsch Leofre beeindruckt. Aber der erste Eindruck hat getäuscht, denn der Berg ist ein ausgezeichneter Aussichtsberg und die Route ist landschaftlich ungemein reizvoll. Für den Rückweg wählen wir nun das Nordufer des Sees. Zuletzt treffen wir noch auf einen zutraulichen Esel, der sich sogar von uns streicheln lässt. Wenn du unseren Kanal unterstützen möchtest, dann schenk uns doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Gratis-Abo. Danke!